Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dying Light mit einer Wii und mit Kaylen. Hiho. Hallo. So, dann gucken wir, ob wir hier wieder nach unten kommen irgendwie. Boah, jetzt ist mir echt schlecht, ne? Jupp, das geht tatsächlich gerade ganz gut. Aber wir sollen uns ja auch beeilen. Ich meine, Michael geht's ja nicht mehr so gut. Ist das? Ne, das ist nicht Michael. Alle da? Ja. Schnell in den ersten Stock. Dim, 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 di, di, dim. Es wäre echt cool, dim, wenn hier einfach irgendwo eine Fahrstuhlmusik wäre. Ja. Okay, aber hey, der Fahrstuhl hat mitgekriegt, dass wir sehr schnell nach unten müssen. Oh Mist. Oh. Ein Kicker. Au. Wenn mich auch noch trifft. Au. Ich glaube, dass die sogar mehr aushalten als die man als erstes findet. Ja, das kann natürlich gut sein. Ja, ich meine, klar, wir haben ja auch mittlerweile Waffen, die jetzt ein Vielfaches an Schaden da mehr machen. Ja, das stimmt auch wieder. Ich habe jetzt sowohl Stärke als auch Beweglichkeit fast auf, also fast auf nächster Stufe. Fehlt echt nur noch ein alles bisschen, ganz knapp. Ja. Ah, da habe ich ein bisschen mehr Zeit. Ja. Wobei, Stärke, weißt du ja, die habe ich früher so, die habe ich am Anfang mal wie blöd gelevelt. Ja, ja, klar. Weil ich Bogen hatte. Echt? Ich meine, ja. Echt im Sinne von der Bogen levelt Stärke? Ach, stimmt, ja. Das ist eine Waffe. Ja. Oh, das war ein Explosiver. Whoops. Vielleicht mit dem anderen Schild können wir nicht rennen. Achso, wir haben übrigens das Schild mal, oder den Schild mal ausprobiert. Ist jetzt gar, also der ist tatsächlich nur zum Wegtanken. Du kannst nicht großartig was machen, ja. Tatsächlich. Ich hoffe, du bist okay, Mann. Oh. Das wird sich jetzt zeigen. Hä? Achso, den Sprengzünder müssen wir finden. Achso, der liegt hier fett neben der Fackel. Gut. Müssen wir noch raus? Ja. Dann wird in die Luft gesprengt. Ah, und durch eine Wies-Vorarbeit, ne? Sind hier jetzt auch keine Zombies. Doch, hier ist noch einer, ein dicker. Aua. Aber hey, neue Kopfstufe. Der ging jetzt mega schnell. Ja. Na gut, wir haben ja auch ordentlich drauf gehauen. Ja, ich habe keinen einzigen Schlag auf ihm gelandet. Ah. Ja, du hast da Pfeile geschossen, oder? Ja, aber die haben ihn verfehlt. Ups. Ach, der Wille zählt. Ja, eben. Ich soll ihn teilen. Batterien. Ich glaube, dass Batterien in der Zeit sehr, sehr wichtig sind. Jo, auf jeden Fall. Tap, 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 tap. Achso. Ich folge eine wieder einfach blind, ne? Ich meine, er führt mich zu Loot. Genau. Folge dem Loot. Wir haben doch Zeit. Ist ja nicht so, dass wir... Ja, ich bin halt so hastig unterwegs immer. Ja, also wir haben ja keinen Story-Wettkampf gemacht. Ja, das stimmt. Mal, was das alles gibt. Könnten wir vielleicht auch mal wieder machen. Wobei ich es lustig fände, wie kam die eine Folge an mit dem, wo wir diesen einen Wettkampf gemacht haben, das Drinkfall DLC? Die ist, glaube ich, noch nicht raus. Ich glaube auch nicht. Ja, deswegen sage ich ja, mich würde interessieren, ja, wie das ankam. Schreibt's doch mal in die Kommentare, wie euch das gefallen hat. Genau. Wir sehen es, Crane. Gute Arbeit. Hoffentlich reicht das. Konntest du Jade erreichen? Crane! Jade, bist du das? Crane,
Ich habe gehört, was du getan hast. Ich kann es sehen. Glaubst du mir jetzt, dass ich auf eurer Seite stehe? Diese dreckigen Bastarde! Oh, okay. Bist du auf unserer Seite, musst du den GRI kontaktieren. Die müssen das Ministerium davon abhalten, Haran zu bombardieren. Ich weiß, aber ich habe mein Spezialfunkgerät verloren. Hey, Savi hat einen Weg gefunden, das Störsignal zu durchbrechen. Aber er braucht dazu eure Hilfe. Geht klar. Jade, hast du gehört? Wir sollten uns treffen. Okay. Wir treffen uns in dem roten Gebäude über dem Smaragdkanal und sehen dann weiter. Und Crane, pass gut auf. Die Infizierten sind hier noch grausamer als die in den Slums. Das ist ja nicht so, als wären wir hier gerade frisch angekommen. Ja, okay. Stimmt. Oh, Medpack. Cool. Ich habe, glaube ich, diese Aufnahmesession jetzt seit einer wieder als irgendwie mit 12 Medkits oder so verbraucht. Oh, es ist Nacht. Yep. Warte mal, das ist jetzt ja wieder Hauptquest, neue Hauptquest. Ich glaube, ich will tatsächlich vorher jetzt erst nochmal zurückreisen und diese Sammelquests abgeben. Jo. Dann müssen wir eh auch zum Turm, glaube ich, ne? Genau. Gut, machen wir das gerade nachts. Dann kann ich vielleicht gerade noch meine Dings leveln. Hey, wohin? Geradeaus. Also hier Richtung... Zum Questmarker. Ja. Ich soll vielleicht nochmal das Licht anmachen. Ich frage mich, ob wenn man mit dem Licht herumläuft, ob das nicht die Aufmerksamkeit auf einen Doch. Zieht. Da haben wir die Wendigkeitsstufe. Okay, ich steige schnell auf. Ihr könnt dann immer gerade nachkommen. Was habe ich denn hier? Sofortflucht. Ah, das ist cool. Will ich gern. Und hier hätten wir halt noch... Ja, machen wir mal den Ground Pound. Den Ground Pound habe ich nie geschafft. Ups, genau vorne dran gesprungen. Hat mich gerade echt wieder funktioniert, der Ground Pound. Ja. Oh, das war knapp. Irgendwie musst du C drücken. Oh. Ja, ich spiele mit Controller. Ja. Das heißt, ich muss wahrscheinlich schlagen. Ja, C ist ducken. Ja. Kraftstufe ist es, ne? Ja. Ja. Ja, da. Ah, ich muss B drücken. Okay. Ja, PC ist schon dort, natürlich. Ja, es hat aber gerade so, es hat mich fast zerlegt. Die schnellste Ziege der Welt. Ja, Speed-Ziege. Ja, hier, Das hätte ich vielleicht nicht machen sollen, jetzt habe ich Aufmerksamkeit direkt. Ja komm, da kannst du doch hochziehen. Brauchst du was Neues? Na, ganz oben. Hey! Fast. Weißt du was, du kannst mal gerade meinen Müll mitnehmen. Oh. Der Typ hat da unten noch was zum Abholen, habt ihr das? Bei mir ist da noch eine Trophäe gewesen gerade, halt Scheiße, auf der Map. Scheiße. Ja, weiteres Problem. Oh, ich habe jetzt endlich mal eine neue Knarre hier. Schwere Entscheidung, was? Ja, so. Tatsächlich. Dann werde ich mal gerade mein Polizeigewehr verkaufen. Und die Pistole verkaufen. Dafür nehme ich jetzt hier die. Cool. Wo seid ihr jetzt rein? Eins drunter, also... Ja, genau. Beim Shop. Beim Schuppenhauer. Schwere Entscheidung, was? So, Schrotflintmunition bitte noch. Die Schnur nehme ich noch mit. Danke.
So, dann rüste ich die beiden. Ach, die hast du sogar schon direkt ausgewechselt. Cool. So, jetzt habe ich mal endlich hier ein Gewehr mit 360 Schuss. Schwere Entscheidung, was? Nachts nicht verfügbar. Achso, ist auch wieder irgendein Herausforderungsding. Stimmt, hier oben sehe ich auch gerade. Dann gehe ich mir das nämlich auch noch gerade holen. Das Pokalsymbol. Ich glaube, das haben wir mal einfach so nebenbei gemacht. Wenn ich mich nicht irre. Okay, welches Pokal? Achso. Genau. Wo? Achso, Ah ne, draußen. Nee, der ist draußen. Okay. Der ist unter der Rampe. Ach stimmt, du warst das ja. Ah, ein bisschen Geld. Ja. Cool. Kohle, 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 Kohle. Gar nicht mehr so wenig, glaube ich. 1500 waren es. Hm? Obwohl, ja. Für mich ist das mittlerweile wenig. Ich hatte ja, irgendwie gerade noch... Achso, ihr seid in die Slums gereist. Genau. Ich habe mich gerade gewundert, was passiert. Tja. Achso, warst du schon fertig? Ja, ja, ich habe das abgegeben. Gut. Oh, Gott sei Dank. Na, wir kommen ja auch nochmal zurück. Hey, ich hätte ja, stimmt, wir sind jetzt eigentlich nur am Abgeben von Sachen. Genau. So. Hier gibt es immer was zu tun. Hier falls spritzen. Du Zeit hast, wirf mal einen Blick aufs schwarze Brett. Oh, Sprengpfeile. Bandagen, super. Das ist die Leute lieben Bandagen. Abgeben. Zumindest diejenigen, die sie brauchen. Anderen sind sie relativ egal. Aber der Kerl, der gegenüber wohnt, hat sich den Daumen weggeschossen. Also der würde sich darüber richtig freuen. Apropos, du hast da draußen nicht zufällig einen herrenlosen Daumen rumliegen sehen? Der ist nämlich zum Fenster rausgeflogen. Sieht wahrscheinlich aus wie ein Chicken Nugget mit Einschussloch. Nein? Tja, halt die Augen offen. Jetzt ein Chicken Nugget mit Einschussloch. So, 34 von 44 Nebenmissionen. Hat bloß Gas im Kopf. Aber das gehört in seiner Branche wohl dann dazu. Fehlen noch 10, dann wird, tja, werden wir es gibt eben solche hier gezählt. Und solche. Hm? Aber solche wie er ja, sind halt besonders schlimm, finde ich. Vorher. Das hier. Welche Kraftstufe hast du eigentlich, PC? Moment. Oh, Garmeister. Genau. Ich bin jetzt bei Überlebensrang 20, falls du Zeit hast, Wendigkeit 16 und Kraftstufe 20. Ja, okay. Ja gut, da seid ihr mir schon einiges voraus. Ja, ja, klar. Achso, hier können wir nochmal Pakete abliefern. Stimmt, stimmt, stimmt. Das gab auch nochmal 38.000. Ja, 65.000. Gut, gut. So, war nicht hier noch was zum Abgeben? Kaffee kann ich abgeben, glaube ich. Oder, nee. War, boah. Kaffee... Nein, ich habe 0 von 20. Ich auch, ich Idiot, hat den Kaffee voll verkauft, Alter. Ja, ich auch. Ah, oh, scheiße. Naja, gut. Ja, aber mehr müssen wir uns merken, dass wir Kaffee einfach nicht verkaufen. Ich glaube, das hatten wir schon mal. Was haben ja, wir jetzt noch? Die Algen hätten wir noch, Mitternachtsbraut, Giftkräuter. Gut, das können wir tatsächlich alles gerade lassen. Okay, gut, dann gehen wir wieder zurück. Ach, das nervt mich jetzt. Ja. Warte mal kurz, ich möchte mit dem Händler reden. Vielleicht kann man... Kein Akt. Hey, Backshot. Ah, Rückkauf kann ich nicht machen. Ja, ich auch nicht. Backshot hat aber. Nee, Backshot hat auch eine Herausforderung. Okay, dann lassen wir das. Warte mal, die Quartiermeister haben doch auch ab und zu solchen Stuff, oder? Ja, aber nee, ich glaube diesmal nicht. Nee, tatsächlich. Ja, ich komme. Gut, dann zurück. Oh, halten. Also machen wir jetzt doch keine Nebenquests hier, die Plan, sind sehr offen. Ah ne, die waren, ja, wir wollten nur die abgeben gerade. Genau, ich wollte, weil wir das gerade gesammelt okay. Hatten, wollten wir das gerade noch abgeben. Ja, das ist halt echt so, suche irgendwas in der Stadt. 360, ich schaff's nicht. Nacht überlebt, hey. Das Spiel besteht irgendwie nur daraus, mich wiederzubeleben, ne? Ja, ja. Dying Kalen, kennst du doch. Bald kommt Dying Kalen 2. Ja.
Dying Kalen 2, die again. Ja, every day. Ja. Die harder. Erinnert mich an Party Hard. Mhm. Und dann kommt irgendwann Dying Kalen 3, jetzt erst recht. Genau. Kennt ihr Party Hard? Ja. Ich überlege. Okay. Ich konnte ja dem Typen gerade noch einen Hinterhalt. Ja, ja, das habe ich teilweise auch, dass der irgendwie, der steht halt vor dir, dreht sich um, dann hat er dich eigentlich schon die ganze Zeit gesehen. Hier ist eine Star. Okay, nächstes Mal. Ups, sorry. Sorry. Ja. Jade! Troy, ich bin's, Crane. Raisa Jade. Und hält sie in irgendeinem Museum gefangen. Weißt du, wo das sein könnte? Was? Museum? Ja. Raiz nutzt es als Hauptquartier. Crane, du kannst dort nicht hin. Du würdest in eine riesige Falle laufen. Nein, nein, das ist zu offensichtlich für eine Falle. Gibt es einen Weg, sich hineinzuschleichen? Einen Weg, die Bastarde zu überraschen? Ich weiß es nicht, aber... Tarek vielleicht. Er ist der Kurator. Er sollte etwas über die Verliese unterhalb der Festung wissen. Gut, ich rede mit ihm. Okay. Du findest Tarek in dem Gebäude mit dem Dachgarten. Viel Glück, Crane. Und Crane, ich eine Frage, wenn du kannst, besorg dir am besten neue Waffen. Du wirst sie brauchen. Ja, das weiß ich. Woher weiß er was? Ja, dass das von Raiz ist. Ja, achso. Ich meine, hier hat niemand unterschrieben, dass es von Raiz ist. Naja, von wem sonst? Ja. Es gibt ja hier nur gute und böse Menschen. So grau gibt's halt nicht. Und es gibt halt nur die Fraktion von Raiz und unsere. Hier ist die Statue, ne, übrigens. Yep, ja, hab sie. Rechts in dem Ganze. Schnack mal ins Schloss. Beeilung. Nur Dinge. Und ein bisschen Plastikteil. Achso, die Tür kann ich halt noch zumachen. Eine Pita. Oh. Überlebender wurde getötet, echt. Ja, den habe ich erst jetzt gerade gesehen. Ich wollte ihm helfen und ich konnte ihm nicht helfen. Den war nicht mehr zu helfen. Nein. Oh, ich hab... Ah, ich dachte schon, ich hab Nüsse gefunden. Ich dachte mir, was ist jetzt los? Kaffee. Endlich. Einmal. Ein einziger Kaffee. Ja. Naja, Kleinvieh macht ja auch Mist. Ja, das stimmt. Da unten. Können Sie aufhören, bitte? Ich will nichts kaufen. Ich aktiviere Autobombe, Vorsicht. Dicht davor? Nein, die ist hier weit weg. So, dann begeben wir uns mal hier Richtung Museumswärter. Der Pisi und ich haben uns vorhin beide mit einer Autobombe in die Luft gejagt. Okay. Genau, glaube ich, die erste Folge in der Session. Ja, relativ früh tatsächlich. Wenn es nicht die erste war, dann war es die zweite. Genau. Okay, ihr lauft einfach mal weg. Genau. Sagt nichts. Ja, sagt, weiter geht's. Ja, ich kämpf gerade um Leben und Tod und was macht ihr? Ihr rennt einfach weg. Ihr lasst den Tod da. Ja. Ich konnte jetzt nicht looten. Ich wette, ich habe 3 Kaffee verpasst. Ja. Andere Truhen haben auch schönen Kaffee. Genau. Ich find's halt so amüsant, wie die Zombies irgendwie so hochklettern versuchen immer. Ja, ja, wieso? Manchmal kriegen sie auch ganz gut hin. Ja, das stimmt.
Ups, das wollte ich jetzt nicht. Hast du beim Groundbound eigentlich die C-Taste gedrückt gehalten, oder? Ich hab's bisher noch gar nicht versucht. Ich hab's versucht, aber nie geschafft. Ja. Oh, hier hat noch jemand eine Quest. Moment, die nehmen wir gerade noch mit und dann können wir die Folge beenden. Bist du der Typ, der den Jungen gerettet hat? Wie geht's ihm? Er ist unterwegs zum Turm. Brecken hatte uns einen Boten gesandt und wir haben ihm Sammy anvertraut. Er dürfte morgen bei seiner Mutter ankommen. Das ist gut zu wissen. Vielleicht sehe ich ihn später im Turm. Gut. Das war's? Ja. Okay. Schön. Ich sag nein. Und tschüss. Ja, genau. Ja, jetzt vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid dann beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao. Ciao.